Dehnen und Falten von sehr weichem Teig in der Schüssel. Und so geht's. Feuchte deine Hände wirklich gut an. Und jetzt nimmst du diesen ganz weichen Teig und ziehst ihn immer wieder nach oben und faltest ihn wieder auf den Teig zurück. Das ist damit gemeint, wenn du in einem Rezept liest, dehne und falte den Teig in der Schüssel. Und das sollte man oft in den Rezepten zu jeder vollen Stunde machen. Und du merkst vom Faltvorgang zu Faltvorgang, wie die Konsistenz deines Teiges fester wird. Und das ist jetzt der dritte Vorgang. Und hier ist der Teig schon so fest, dass ich ihn einfach so hochnehme und auch wieder in die Schüssel falte. Du kannst es aber auch machen, wie ich es dir vorher gezeigt habe. Hier zeige ich es nochmal. Also immer den Teig wieder aufeinander falten, ein bisschen hochziehen. Und so bekommst du ganz viel Struktur und Festigkeit in sehr, sehr weiche Teige. Und dann kannst du den Teig einfach weiterverarbeiten. Bei mir war es so, dass ich aus diesem weichen Teig, hier zeige ich es dir extra nochmal, ein richtig tolles, leckeres Baguette gemacht habe. Und du siehst hier, wie die Struktur des Teiges völlig anders ist. Und so bekommst du ganz viel Festigkeit und Struktur in extra weiche Teige. Viel Spaß beim Nachmachen!